So, hier der nächste Teil von unserer Samenbestückung. Und zwar haben wir ja das letzte Mal schon gezeigt, wie wir die Samen sortiert haben, nämlich nach den Monaten Januar, Februar, März, April bis September. Genau, und jetzt sind wir dabei einzupflanzen. Wir haben uns hier so einen Pflanztisch gemacht mit den Samen, mit den Schildern und mit unseren Pflanzbehältnissen. Da haben wir einmal dieses Tetrapack und wir haben Klopapierrollen. So, die haben wir hier in die Kiste gesetzt. Es ist jeweils anteilig drin Pferdeäppel, Erde aus der Natur und nochmal feinere Erde zum Draufsetzen zum Schluss, Anzuchtserde. Das ist so die Kombination, die in den Behältnissen eingefüllt ist. Wir nehmen dann ein Tütchen von den Samen und gucken, aha, okay, wir haben schon März. Der Ben ist gerade dabei und macht uns für die Schilder die Stiele fertig und schnitzt die uns. Und zwar haben wir gesagt, dass wir als nächstes die Cocktailtomate pflanzen. Jetzt müsste ich sie nur noch finden. Ja, die ist genau hier. Einmal Cocktailtomate. Der Ben, könnt ihr mal gucken, der schnitzt uns gerade die Stöcke fertig. Mhm. Um dann hier die Schilder zu machen. Das Schild wird dann ausgeschnitten. Hier drüben kann man die Schilder nochmal sehen. Der Cocktailtomate. Und hier habe ich schon ein paar. Zwerggurke, dann gucken wir mal. Tomaten haben wir hier, aber nicht die Cocktail. Hier auch nicht. Hier sind die Cocktailtomaten. Genau, dann müsste uns der Ben dann mal das Schild ausschneiden und dann entsteht solch ein Schild. Genau, nochmal hier, also mit dem Locher. Ihr müsstet also hier euch den PDF-Vordruck könnt ihr kaufen für einen kleinen Beitrag. Da geht was in den Verein sozusagen auch rein für gemeinnützige Wohnprojekte. Und dann schneidet ihr, druckt es euch aus mit dem Drucker, schneidet euch die Kreise aus und dann laminiert ihr euch das. Und dann einmal unten und einmal oben mit dem Locher ein Loch. Und dann sieht das schlussendlich dann wie folgt aus, ne? Genau, der Ben zeigt das gerade nochmal. Der schneidet gerade nochmal die Cocktailtomate zurecht. Kannst du mir mal den Locher geben? Mhm. Genau, also ihr dürft nicht ganz an den Rand schneiden, weil die Laminierung genau abschließt halt so kurz vor dem Papier, ja, also sonst habt ihr nicht lange Freude so an den Schildern, weil das Wasser, ne, dann in das Schild reinfließt. Und dann muss man neue machen. Genau, dann müsst man neue machen. Genau, wenn, dann zeig ich uns mal, wie man jetzt so den Schnee macht. Aha, einmal vorne durch. Einmal hinten. Mal so rein. So, das ist ja so. Die haben wir jetzt erstmal an die Seite. Ach, okay. So, dann schneide ich mal. Soweit. Natursprung Gartenkunde. Einsam im Frühjahr. Danke euch. Ja, tschüss. Jetzt habe ich doch schon gemacht.